Request refueling. Request Copy. Rearming. Copy. Altimeter 3001. Traffic frequency 275.8. Remarks. 1016 hectopascal. QFE 2802 or 9er 49er. End information hotel. This is NOAA's AFB information hotel. Runway in use is 03. Wind 089 at 8 knots. Cloud conditions broken 160. Temperature 5.3 Celsius. Box 3. Altimeter 3001. Traffic frequency 275.8. Remark. Loud and clear. 1016 hectopascal. QFE 2802 or 9er 49er. End information. Okay, hotel. Ich habe 2 in 4 gehört. Ist Number 3 schon da? This is NOAA's AFB information hotel. Runway in use is 03. Wind 089 at 8 knots. Cloud conditions broken 160. Temperature 5.3 Celsius. Altimeter 3001. Traffic frequency 275.8. Remarks. 1016 hectopascal. QFE 2802 or 9er 49er. End information hotel. Thank you.
Pull up, pull up. Altitude, altitude. Monster 3, how do you read me? Monster 3, Radio 555. As well, 555. Also, nämlich komplett vergessen, die Box einzuschalten. Dann bin ich ja beruhigt, dass du es doch noch gemerkt hast. Edelweiss 5-1. Edelweiss 5-1.
1, go ahead. Advice 5-1 Golf 1-9er, Harrier, requesting startup and squawk. Advice 5-1 check information, hotel, squawk is 3-4-5-1, startup is approved. Advice 5-1 Roger, hotel 3-4-5-1, startup approved. Monster Flight, report when you're ready for taxi. 2 is ready. 3 will come. 4 ready. Last call sign, say again. Panther 3. Panther 3, seat flight, 3 Hornets, shelter, Foxtrot 140s, request... Ah, negative, Monster 3. Der hat mich nicht beladen, warum auch immer. Panther 3 flight, startup is approved. Was da? Check information, Hotel, QNH 300, 2, welcome. Was fragt ihr denn? Wisst ihr, wie man die Benachrichtigung, die Chat-Benachrichtigung ausschalten kann? Nellis Tower, we got one. Negativ, du kannst nur Tab zweimal drücken und dann ist es weg, aber das musst du dann immer wieder machen. Die Nellis Tower Ausschaltung, die dann mal A2x8 und Charlie. Nein, das, was Trevor schon gesagt hat, dass ich weiß, bevor muss Tappen da ist und quasi bestätigen, dass das Umschalt mitgeht, aber QNH370. Meint, es gibt da irgendwie eine Tastaturbewegung, womit du das quasi für die Session komplett ausschaltest. Also ich drücke einfach nur die Tab-Taste, dann ist die weg. Ja, bis wieder jemand was reinschreibt, ne? Ich mach mal kurz ein Check-in auf der Package Frequency. Monster Flight Check on Package Frequency. ELS 52, Single Harrier on Parking Position, Golf Ram, back to Box Startup. Information Hotel habe ich gehört, hat es mittlerweile sich geändert? Scheint so, weil ihr habt QNH 3002 und auf der Artis ist 3001. Ich höre nochmal rein. Ja,
3, du warst jetzt ready? 3 ist ready now, ja. Gabi. Monster Flight, push Tower on Channel 4. Monster Check. Nellis Tower, Monster Flight. Monster Flight, go ahead. Monster Flight is a flight of 4810 with information hotel, parking at Golf Rivets, and request taxi to active for take north departure. Holding point 03 right via Golf and Alpha, Monster One. Nervous Tower, we got one. Ich würde das auch locker verkacken. In diesem Fall ist es halt, brauchst du das Behind dahinter nicht nochmal sagen. Ich hätte es ein bisschen anders formuliert, aber es ist auch sehr, sehr selten, dass Herkules das mal anwenden muss. Also gibt es im Grunde das mit dem Behind nur bezüglich Runway? Genau. Ich habe übrigens tolle Frameraten hier. Departure Briefing, wir machen ganz normales Separation von 20 Sekunden und dann ganz normal Join, Nummer 2 auf meiner linken Seite, 3 und 4 auf der rechten Seite. Rejoin erst nach Apex Richtung Flyer. Landing up 03 right, Monster One. Clear for takeoff, 03 right and 1-1. Run him up. Tower up, Panther 6.
Standby, let's call. One is rolling. Delta 6 ist nicht in der Mission Data Card, das ist der zweite Seed Flight. Nach Apex dann auf 200 reduzieren, momentan noch 250. Altitude. Oh, gut, für den Hinweis, danke. Hinweis, One Flight, Data. Wo ist die Position gefällt? Ich sehe euch auf dem TAT. One ist Altitude 2800, Heading Dry Lake. To request to join. Penta, you're all clear to join. And three, heads up, left turn from my side. Be aware when joining. Last call, standby. Tiger one flight, line up runway 03 left and read.
One is climbing. Counts on 11 o'clock. 10 o'clock. Visual. Ich muss jetzt immer dran denken, meine Canopy zu locken. Was, wie, warum extra locken? Na, das geht doch jetzt mittlerweile. Hat Lenzi mir beigebracht. Okay, ich fummel lieber jetzt nicht dran rum. Edelweiß, One Flight is ready for taxi. Doctor, increasing 250. Tiger fire direct for clear for takeoff. Wisst ihr, jetzt könnt ihr es nach und nach fragen. Panther 6, go ahead. Auf jeden Fall hat Tiger das gut zu tun, das freut mich. Ja, aber was mich vorhin wirklich schon gewundert hat, war, es war eine Anfrage oder war eine Aufforderung seitens Tower an einen Flight oder eine Clearance hat er glaube ich sogar durchgeführt und NAVO kracht dazwischen rein und left, jetzt quasi schräg wieder so reingekrätscht und beschwert sich, dass die noch immer auf eine Taxi-Clearance warten. Ja, ja, ich könnte bei Lufthansa arbeiten. Ach so, der Mütze wieder. Regel Nummer 1. Die sind echt schlimm. Die sind ja was Besonderes, ne? Ja. Also es sind nicht alle, gefühlt sind es nur die, die aus Frankfurt kommen, also die in Frankfurt gebased sind, die natürlich die Schwerschwänze darstellen. Pushing. Ich habe immer gedacht, wenn die München Arctic, we are passing Dry Lake. Wenn I fly, you approved to switching Blackjack 377.8. Have a good flight, mate. 377.8 for Blackjack, Vanguard 1, thank you. Nach Minsk brauchen wir dann auch mal ein Blackjack zu geben dürfen. Say again. Nach Mint, nach den Türen jetzt werden wir dann auch fragen, ob wir Blackjack pushen dürfen. Roger. Also ne, so eine Viererformation ist schon ein erhebender Anblick. Ja, vor allem weil die Formation richtig nice aussieht. Ich bin ja froh, dass ich es erhalten kann. Right turn. Level auf bei 12.000. Wind 0 degrees, 6
Flight 93 left, cleared for takeoff. Edelweiss 14, overhead fighter, Angels 15, request Sie 77. Last station switch frequency 377.8. Have a good flight by. 377.8, Sie Edelweiss 5-1, lineup runway 03, right. Roger, Edelweiss 5 light, report ready for departure. Den Edelweiss light höre ich nicht im Readback, dann werde ich es trotzdem mal reinfunken. Nurse Tower, Monster Flight, north of Mint, at Angels 12, request to leave for Blackjack. Monster Force, switch, Blackjack, 377.8. Have a good flight. Blackjack, Monster on, have a nice day. Monster Flight, push Blackjack on channel 16. Monster check. 2, 3, 4. Black check, Monster Flight. Go for Black check. Monster Flight with you, 5 miles, 10 miles north of Mint, Angels 12, direct dream as fragged for North War. Monster 1 positive, radar contact, Stolenio is fragged. Blackjack, can you repeat for Monster? Roger, we'll continue. Du lagst auch für mich ziemlich rum. Ja, sehe ich gerade mit, weil du bist jetzt verschwindest du gerade. Jetzt wieder da mit, aber weit außerhalb. Ja, halten wir den Abstand, dann fängt sich das hoffentlich wieder. Ja, jetzt geht's wieder. 27.000 Flanking. Ich habe gerade Schwierigkeiten, Jabba zu folgen, weil er im Moment noch ein bisschen zu schnell ist. Ich bin schon mit 270 unterwegs. Ich habe 750 ITT, das müsste genug Puffer geben, aber ich reduziere noch ein Stück. Monster Flight, go Cruise. Go Route Formation. Ich sage das genauso wie GX. Formation. Du sagst Cruise, aber Route ist es ja. Was, wie jetzt? Ich dachte, das ist die Cruise Formation. Negativ, das ist die Route oder Route Formation. Das ist so wie, ja, Route oder Route weiß ich jetzt nicht, wie man sagt, aber R-O-U-T-E. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Das ist ja auch komisch, was ich finde. Es gibt die Route 66, aber jeder sagt Router. Nee, man sagt Router. Nee, im Englischen. Also die sagen typischerweise Router und nicht Router, was ich nicht ganz verstehe. Wobei es anscheinend auch ein Unterschied ist zwischen dem Router, was wir hier IT-technisch kennen, und dem Router oder Router, was bei uns die Oberfräse ist. Okay. Na ja, gut, dass wir uns jetzt nicht rumschlagen müssen. Du hast auf jeden Fall nach rechts Platz, G-Rex. Blackjack, Vanguard 1. Ja, ich bin ziemlich mittig von euch. Go for Blackjack. Vanguard 1, I have lost my wingman due to technical difficulties. I'm not sure if he's going to rejoin or not. For now I'm continuing as Singleton. Ach du Scheiße. Hat noch jemand härtere erwischt als Mutze? If he's not rejoining, contact the Monster Flight for retasking.
dachte ich mir, deswegen kommt der, der Burnout wahrscheinlich ausfallen, ne? Sehr gut, Mann. Wer möchte von euch mit Vanguard One fliegen? Läuft schon. Ich würde gern die, das zweite Element dann mit Vanguard machen. Wie das zweite Element? Du würdest dann zu Vanguard 2 umgetauft. 3, 2. Ja, sorry. Ich hatte hier gerade keinen Zugriff mehr auf meinen Rechner. Warum auch immer gerade. Ich komme von unterhalb wieder in die Position. Ja, 4 Special. Was war los? Hast du den Turn nicht mitgemacht? Nee, ich konnte nichts mehr drehen. Ich wollte ja drehen, aber tat sich nichts mehr. Warum auch immer. Und dann hoppelte ich einmal rum und dann wart ihr schon an mir vorbei. Oder wart so wie jetzt, hab ich auch wieder ein Leck. Ja, war bei mir auch gerade. Ich reduziere noch ein bisschen, dass wir uns noch fangen können auf 240. Was ich vorhin meinte, dass das zweite Element, also Mütze und ich, uns sonst zusammen wollen. Vanguard One on Package Frequency. Vanguard One, Monster One hier. Monster One, Vanguard One, I have lost my wingman due to technical difficulties. I am now operating a Stamton. Blackjack advised me to contact you for retargeting. Okay, Vanguard One, I would recommend you continue with your tasking and I can give you two of my flies as a second element. Tiger Fly, positive radar contact, continue your spread. Copy that, stand by one please. Tiger Fly, continue your spread. Und ich hatte mir schon überlegt, das Tasking von den Vanguards mit aufzuschreiben. Ja, müsste ich jetzt dann auch im Holding noch dazu stoppeln, aber das wäre kein Problem. Ja. Ja, was ihr braucht, ist auf jeden Fall den IP dafür. Müsste Papa sein, soweit ich weiß. Und nördlich halt ist dann euer Holding und euer Einsatzbereich. Ja, das ist kein Problem. Monster One, Vanguard One, I think, because we have completely different trainings, that it makes sense that everyone operates within within the flight that he knows best. And so if I encounter more targets that I can engage myself, then I would hand them over to your second element if that works for you. Vanguard One, that's also a good idea. You won't have mutual support for that, but as long as you just scan the area and make sure you're not in danger, then it's okay. Please, I'm coming. Tiger Blackjack. Ist ja nicht so, dass die 132. die Einzelnen sind, die Probleme haben und sowas. Tiger, ready for AO update? Ready for AO update? Wow! Ich bin, obwohl ich gemeint habe, Tiger steigen würde, bin ich unter die komplette Formation gefallen und links von Number 2. Regrouping, genau sowas ist mir eben gerade auch passiert. Holz ist ein Group. Holz. 296, 144 Miles, Angels, 33, Track. Okay, wir machen Altitude Separation, damit wir da kein Problem damit haben. Jeweils um 1000 Fuß höher. Angels, 17, Track. Number 2, go Angels, Angels 13, and Number 3, go Angels 14, Number 4, go Angels 15. Track, Southeast, no factor. 3. Ich hatte schon gedacht, ich wäre der Einzige, aber jetzt scheinen wir alle drei zumindest was gehabt haben zu haben, ne? Ja. Also, Monster Flight fans in when when you reach your altitude. Fan 2, 3, 4,
Leave Maverick AO timer off. Monster One fenced in 11,100. Monster Two, fenced in with 11,000. Three fenced in 1,000 at Angels 1-4. 11.1 and established 1,500. Wing out one, go for Monster. Monster one, Wing out one. Is it the case that we have infinite fuel? That shouldn't be the case, but as you mentioned it, it seems so, yes. I will be the most heavy ATEM Charlie in a long time. Yeah, we made our fence in calls now, and everyone had this. Unlimited fuel, auch nicht schlecht. Ja, eben, weil ich dachte mir gerade vorhin nämlich auch, das gibt's ja nicht, ne? Warum haben wir jetzt 11.100 Pfund? Stimmt die Uhr nicht, oder was? Ja. Und ich hab mich nur gefreut, ach geil, noch so richtig schön Satz Sprit und gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch nicht extra nachgedacht, ja. One report speed. One is at 240. Copy that, 240 indicated. Wir machen jetzt einen Element Split. Number 2, wir gehen ein bisschen weiter voraus. 3 and 4, lasst euch ein bisschen zurückfallen. Mutual Support im Element bereithalten. Line abreast machen wir da am besten. Also line abreast, 1 and 2, 3 and 4 jeweils auch line abreast und dann 1 mile in trail, second element. Second element will go 1 mile in trail, same altitude, line abreast. Currently proximity bird's eye. 4 is blind entry. 1-8-8-50. I'm on right. 2 o'clock. Two flight, positive radar contact, continuous effect and report ready for AO update. Two copy, 250. Two, okay, 25, break up. Downside, on your right. FM, on my right. Okay, crossing over and then line abreast to the right. Und versucht jeweils euren Wingman im Element auch im Holding dann im Blick zu behalten. Das war Double Transmission und wir bleiben jeder auf unserer Altitude Block, genau. Okay. Also, okay. So, second element will climb back to 1,4000. Hatte ich jetzt auch falsch verstanden, deswegen. Oh, okay, gut, dass er sagt. Jeder bleibt auf seiner Altitude Block, der zugewiesen wurde.
Tiger. Go ahead, Deck. Tiger, Bra, 312. Was für ein Turn machen wir denn? 30 Grad links, rechts, Master 2, right again? Turn 90 now. 3-1-2, 255, 11, hot. Copy, blind. Hättest du gleich einen Tech right ansagen können? Nee, Tech wäre verzögert. Monster 2 reduce 200 and right hand holding 30 degree bank. 15 miles, Angels 15. Hot. Second element, right turn, following first element. Springfield Glen 1, Magic Bra 276, 450 at 16,000, flanking. So, jetzt können wir Kaffee trinken. Wir müssen ja nicht mal auf Fuel achten. Springfield, herrlich, oder? Magic Pop-Up Group 289-4120. Du hast du mich visual? Tiger, Bra, 315, 11 miles, Angels 22, hot, hostile. 4, I'm on your right, 3 o'clock. Weißt du etwa, wie ich mich japanisch umdrehe? Negativ, aber weil du die Kurve so extrem langsam gemacht hast, dachte ich mir so, ich glaube, du weißt nicht ganz, wo ich bin. Genau, auf dem Tab warst du halt quasi merged und das habe ich halt gesucht. Ja, bin jetzt wäsche. Okay, maintaining 240 knots indicated, right hand holding. Bist du mit dem Bank ein bisschen weiter, Jabba, weil ich komme gar nicht hinterher. Mein Speed war etwas bei 180, deswegen ist wahrscheinlich mein Turn etwas enger. Ah, okay. Wenn ich jetzt noch mehr rotiere, würde ich noch schneller rumkommen. Tiger 1, 3, war die Spike F18. Ich habe kurz etwas versucht, das auszugleichen mit einem kleineren Bang. Okay, ja, da ist aber oben schon richtig was los, wa? Auf unserer C11 Uhr Position. So, 4 ist anchored at 15,000, speed 225. Blackjack, this is Tiger 1-3, Gatton Bogey in front of me. Heading 270. Wenn erreicht auch gerade das Holding. Clear to engage. Engage, Fox 3. Hast du einen etwas Visual, oder? Ich sehe auf dem Tat. And we've got a hit, Bandit, hit. Ah, richtig. Ist das flying? And Fox 2. Lenzi, lass uns mal ein bisschen hier noch ein paar Hook-Turns üben. Hans Splash, Tiger, this is what. Good job, Tiger Flight, continuous track. Heading 360. Say ready, AO update. 3602. Set 200. First group, pull 305, 86
miles on engines, 47, check east with second group, Bolts 310, 104 miles, engines 33, check left, automatisch. And third group, Bolts 30, correction, 281, 15, 2 miles, also two, hook, engines right. 6, check north, 2. Blackjack, Kruger 2 flight request, Alpha check to Bolt 3. Brainfart. Kruger 2-1, Bulls, 296, 49er miles. Say again, Blackjack request Bolt 3 coordinates. Ja, disregard. Brainfart hat er gesagt. Bulls. Number 2, Hook Turn ist 180 Grad. Ach, hab ich schon gedacht. Alles klar, sorry. Ja, aber das ist nur der E-Mail, ne? 2. Blackjack, Panther 6, Flight 300, Overhead, Trout, Angels 30. Also wir müssen da wirklich aufpassen mit der Phrasologie. In dem Sinn, unterlangtechnisch haben wir den in place und den Tracker. 334, 31 miles. Ja, die Tech-Formation Briefing mache ich gerade noch. Cold. Halt auch so ein Ding, was halt von der Phrasologie halt auch nicht so ganz passt mit der AFOS. Blackjack, Contact. Also wir freuen das mit dem Cruise und Route Formation. Second group, ist der Brat, weiß nicht, jetzt wieder zwischen Navy und Air Force? To the left, to the west. Ja, da gibt es halt ein paar Unterschiede. Ja, da schon. Im Grunde ist es ja egal, welche Variante das wir nehmen. Wir müssen uns nur für eine verständigen. Und das gilt aber dann fürs gesamte Geschwader, weil das macht wenig Sinn, wenn zum Beispiel ein F-18er bei den A-10ern mitfliegt, weil er eben mal aushilft oder so und dann die ganzen Calls nicht kennt. Es gibt auch den In-Place-Turn natürlich bei den Air Force, genauso wie es den In-Place-Turn natürlich bei der Navy gibt. Den wendet man aber in der Regel nicht bei 180-Grad-Turns an, sondern da sagt man eben Hook-Turn und das ist bei beiden auch so. Der fehlt einfach nur bei uns in den Unterlagen. Ja, und wo liegt dann der Unterschied zwischen Hook und In-Place? Hook ist immer in 180 Grad. Panther, go for Monster, go for Blackjack. Steht aber beim In-Place auch so. Nein, In-Place Turn ist ein gleichzeitiger Turn, der kann 90 Grad sein, der kann beliebige Grad sein. Okay, weil so wie es in den Unterlagen drin ist, ist einfach nur In-Place left or right. Dann ist es sogar so, dass ein In-Place ohne Gradzahl 90 Grad Turn sein müsste. Provide Seat Coverage. Das wäre eigentlich der Tech-Turn bei uns. Nein, ein Tech-Turn ist ein Delay-Turn. Da ist einer 10 Sekunden später als der andere. Naja, so, dass sie eben die Seite wechseln, ne? Aber es ist fix auf 90 Grad. Genau, aber ein In-Place-Turn ist halt beide Türen sofort, deswegen heißt er In-Place, mit 60 Grad Angle of Bank und 2G. Und dann um die Gradzahl, die angesagt wird. Kommst du dann bei 90 Grad automatisch in Trail raus. Genau, dafür ist er auch da. Also ähnlich wie das Break-Up-Manöver, nur mit 90 anstatt 180 Grad. Ja. Alter. Also ich sehe schon, wir haben sehr, sehr, sehr viele Unterlagen, die entweder fertig ausgearbeitet werden müssen, oder was überhaupt mal bereinigt werden. Ja. So, in der Zwischenzeit habe ich mir IP-Papa programmiert für die Vanguard. Blackjack All Stations, short mission update. Air picture looks good as of now and we are waiting for Panther to provide an update on the SLAM threat. Cougar, Pop-Up Group, Cougar 2-3, Pop-Up,
Okay, Pop-up Group, just departed Chalupa Airfield. Gerade den Pink Jack gegeben und jetzt Pop-up Group. Angels 1-8. Hot Hostile. Kannst du im Moment ändern, ne? Cougar 2 Fly, Blackjack, confirmed, Hostile, 1-1-8, nautical miles, hot, remaining on station. Negative, it's a Hostile, next to Cougar 2-3 and Cougar 2-4. Cougar 2-3, Cougar, Tiger 4, Reagan. 7-7 miles, correction, 2-5-6, 1-1 miles, Angels 3-0. Hot Hostile. Wie ist denn dein Speed, Jabba? Der ist 200. Okay. 3, brauchst du die Koordinaten für IP Papa? Already set. Spike, MiG 29, 6 o'clock. Ja, so. Die ist engaged mit der Erfolgung. Hier nur zur Orientierung ist es immer besser, wenn wir schon im Holding sind, dass man Bearing und kein, also Absolute Bearing, kein Relativ Bearing angibt. Okay. Weil dein 6 Uhr muss ja nicht gleichbedeutend mit meinem sein. Ah, okay. Ja, das kannte ich noch nicht so. Genau, weil bei mir war es bei dem MiG 29er Grad direkt auf 12 Uhr. Du kannst natürlich aber sagen, My 6 oder My 6 o'clock oder sowas. Das ist auch okay. Naja, aber dafür müsste ich trotzdem wissen, wo er jetzt gerade ist. Also, das ist in dem Sinn schwierig, wenn man es dann kurz guckt und sagt, Bearing 270, dann weiß ich, oder zu in the West. Gleich der Meister. Genau. Was hast du nochmal? Den Tracker, ja? Ne, ich fliege jetzt gerade über VR. Gut, Herr F., was siehst du denn? Cougar Flight Report Status. Aus 2 Sekunden Streifen sehe ich von den Maschinen. Dann schieß ab, wenn das mal keine F-18er sind. Man fliegt gerade in die Box. Nein, in den Container. Wenn wir gerade dabei sind, wie viel sind die Nordgrenze von Groom Lake? Pater 6-1. Pater 6-1, can you provide update? Die sieht eigentlich ganz gut auf der Map, die ist gut dargestellt. Pater 6-1, currently 6 miles before anchor point and picture is clean. 15 Meilen. Dann schalten wir eigentlich die Mavericks wieder an. Report again when you've reached the anchor port. Die machen wir dann auf dem Weg zum IP. Bitte neu. Die Mavericks schalten wir dann auf dem Weg zur IP, da haben wir 8 Minuten bis dahin. Ah, alles klar. Auf dem Klo. Du kannst doch jetzt. Ich weiß nicht, ob unser Fuel reichen wird. Ops, check. Panther 6, 1, now 3. 1 is 11.1. No contacts. Seems like is frozen. Red break.
Cougar 22 Pop-Up Group, Bra 265, 21 miles. Angels 7, climbing, hot hostile. Boah, ich glaube, wir sollten erst ins Strike-Team da den Airport platt machen, dann kommen die nicht mehr. Ja, wenn sie dann aber Aircraft departing, the airfield. Electric 29 auf dem Raw, heading west. Go for Blackjack. Probably two Hornets proceed late check-in overhead stream 25,000, climbing 30. Copy that, stand by. Cougar, Blackjack, Cougar 2, clear bandit, Marlboro 2, trigger, Fox 3, bandit. Panther 6-2 merging. Hat er gerade Fox 3 Bandit gesagt? Ja. Cougar 2-3, Reagan. Er meint Hostile, oder? Cougar 2-1, Bra 260, 8 miles, Angel 6, flanking, Hostile. Ich stell gerade fest, wie dreckig mein Monitor ist. 14. Cougar 2-1, Fox 3, Bandit, Overton, Angels. Ja, ich sehe gerade, wir driften etwas nach Süden. Wir verlängern mal unseren nördlichen. Also unser Holding etwas weiter nach Norden wieder. 3, 2. Cougar 2-2, engage in MiG-29, Birds, 304. 80 miles. Das Interessante ist ja auch, dass die MiG-29er nicht mehr vom Himmel fallen wegen Sprit aus. 5-4 Harrier, Angels 3-0, inbound 2-3. Positive radar contact, continuous effect. Edelweiss 5-1. Correction, Edelweiss 5. Die Harrier kommen jetzt erst zu Dream? Aye. Die waren noch am Tanker. Aber gut, dann sag ich doch. Ich bin bei 100% und fall ab. Backbreak. Wrong box. Cougar 2-2. Bra 230, 9 miles. Angel, ja, die sind auch bei 100%. Hot hostile. Cougar 2-2, turning hot. At 35,000, hätten wir das gewusst, ne, hätten wir mit 20% Sprit starten können. Jetzt frage ich mich auch, ob wir auch unlimited Ammo sind. Das weiß ich auch nicht. Blackjack, Panther. Kannst du mal eine Sidefinder nach Norden schicken? Ja, das mache ich. Ich denke, ja, wir sind unlimited ganz auf. Alles unlimited. 30662. Autopilot. Panda 6-1 Magnum. Panda 6, go ahead. Ah, das ist peinlich. What's the SAM status? Ja, vielleicht dann noch alle ja, und unlimited Enemies. Also, und Fuel haben wir auch unendlich. Irgendwas stimmt da nicht. Sieht aber so aus, als wenn der Boot looks like the Sims Threat is vanished. Flight, are you engaging the bandit? Okay, inner circle, MiG-29.
29. Cougar 24, Broad, My, 8 miles, Clock. Angels 20, Hot Horse Bird. Okay, wir versuchen mal, das. Ja, ist abgeschossen, alles klar. Cougar 22, Bra 083, 14 miles, Angels 22, Hot Horse, Flanking Hostile. Cougar 22, Contact, Radar Lock. Clear to engage. Clear to engage. Cougar 22, Form zu gehen. Okay, macht mal die RTR, Mr. Scharf. Okay, switch it safe again. Blackjack, Panther 6 is safe. Panther 6 is off. Sam, it's still clean. Still clean. Copy that, Blackjack, Monster, Vanguard and Edelweiss 5, you can proceed with your strike mission and Cougar and Tiger proceed to the to the next cap points. Okay, Monster 2 in place, next left 90. Pushing next breakpoint, cap November. 2. Device 5, roger. Tiger Flight also pushing the next cap breakpoint. Monster Flight pushing IP Lima. Vanguard 1 pushing Cougar 2, body spike Fox 18, Angels 23, heading west. Monster Flight pushing IP Lima. Just to confirm, second element, 1 mile trail. Ja, bleibt jeweils 2 zu 2 zusammen. Wieder weiter in die Altitude Blocks einhalten und dann Richtung IP Lima und dann gehen wir wieder ins Holding. Pepper 3 is. Monster 1 set 254. Is going for anchor point Charlie and we are also available for OCA. Monster 2 heading 260. 260. Das ist jetzt eine schöne Formation. Blackjack, Cougar, Panther. Correction, Blackjack, Cougar, Tiger. Keep an eye out for aircraft departing the airfield to Nupa Test Range Airfield. Blackjack, Tiger 1-3, got in contact heading 280 miles, Angel 3-3, any information on that? Second. Monster Flight, EO, on. 18 miles, Angel 33, any information on that? It's probably a command and control aircraft. As of now, no factor. Tower 1-3, copy that. Command and control, no factor? Okay, in der Landing Zone, der qualmt es schon ganz gut.
Avalon 3 again, after 2F16 to the southwest, ozone factor, I guess. Okay, ich spotte jede Menge Heinz und Einsatztruppen, Tanks, APCs, alles in der Landing Zone. Vanguard 1, go for Monster. Increasing speed, 250. Monster, Vanguard 1, I didn't catch the target priority in the briefing. Can you tell me what the target priorities are? I actually don't know them as well. I'm still pending this priority list from our controller. Darf ich reinspringen? Gerne, hast du die? Stations, AO update. Also erstmal ganz oben war Tanks und Infantry Fighting Vehicle. Dann kam der Rest. Blackjack Monitor. Second Crew. Vanguard 1 Colts 299, 178 miles, Angels 27. Blackjack Monitor. Das habe ich wegen Speak auf der anderen Radio das kurz nicht verstanden. Was war die erste Priorität? Main Battle Tanks. Blackjack. Vanguard 1. Infantry Fighting Vehicle. Go for Blackjack. Und Blackjack, Vanguard 1, capture on Tanuba Airfield. One times, looks like okay, dann erst die 27 Tanks. Or MiG-29er. About to take off, just landing up on the airfield. Wir stehen an einer Menge Helis. So far, Singleton off. Second Element, könnt ihr die Straße nach Norden absuchen, nördlich der Landezone? Copy that. Pre-copy any, alles, was ihr findet, dann halt markieren. To take them out before they depart. Und Lenzi, wir gucken mal hier auf der auf der Landing Zone alles ab. Flight, heads up. Probably two departing aircrafts from Tanuba. So. Wir gehen hier gleich in Left Holding am IP. Roger. Ich habe noch einen SAM Thread auf dem RAW. Just negativ, ich nicht. Tiger 11, Brat, 300, 19 miles, Angels. Okay, wir gehen ins Holding, left hand holding, Monster 2. Monster 2, left hand holding, 38 degree bank. And reduced to 100. Confirm. Ich habe das Briefing nochmal angeguckt, aber im Briefing ist es nicht aufgezeichnet extra. Wo hast du dann die Information her? Soweit konnte ich mich noch daran erinnern, dass das Wichtigste für ihn halt Main Battle Tanks und Infantry Fighting Vehicles war. Und ja. Requesting Bra from US Target. Tiger 1-3, Bra 286, 47 miles, Angel 6, Gold, Hostile. Okay, für, als Main Battle Tank sah das jetzt nicht aus, was ich ja gesehen habe, aber auf jeden Fall Heavy Armor. Tiger 1-3 scanning, no contact on 47 miles, this heading. Wo seht ihr MiG 24? Alle auf der inneren Straße Richtung Süden, also die südliche Teil. Tiger 1-3, Bra 28, Second Mile, Element, Heads up, our right hand holding, flanking to the south. Oh, der Fuchs mal, oh, komm her, jetzt gehen wir in der Cap-Altitude. False anchored. Der Cap ist auch erreicht, der ist über uns. Ja.
auch schon wieder an. Also ich sehe Mi-28, Hostile Nautilus, Rokums, Infantry, Vehicle, Infantry. For information, we have to check the route to the north. Okay, Monster One tallies AAA north of the landing zone. Question where? 282, 31 miles, 6200 feet, flanking north. Ich muss erstmal die Straße sehen. MiG-29er on raw. Vielleicht wenn du den Vanguard CRP 2 point hast. Dann die Route, die Straße nach Nordosten, die siehst du richtig schön und dann kannst du den Kreuzungspunkt finden. Blackjack, Blick auf das Blackjack. Also mein Radar sagt mir, ich habe 10 Meilen unter mir entblendet, aber meine Hand klappt mir, das ist 60 Meilen entfernt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sehr gut. Okay, Monster 2, wie sieht's aus? Wärst du bereit für einen Angriff? 2. 2 is ready oder 2 standby? So, komm mich rüber. 2 is ready. Roger, ich werde dir Ziel uns raussuchen, du greifst es an, ich gehe in Trail. Lock, Kugel 2-3. Copy. Panther 3 ist dabei. Panther 3, Panther 6. Taiwan 3, Reagan, Reagan, Taiwan, Pulsar, 290, 7-3. Second Element, habt ihr was nördlich von der Landing Zone gesehen? Panther 3, Panther 6. Currently not. Tiger Flight, did you engage the hostile? One banner is down, Tiger 3 Flight. Vanguard, you can continue as tracks. Okay, first target, triple A, on the northern edge of the landing zone, contact my speed. Has no drawing. Panther 6 is already on level 300, orbit anchor point suggests you climb 1000 above. Du müsstest meinen Speed auf dem Tat sehen. Ja, aber in 1000 sind das ich triple A leider auch nicht. 30.000. Hast du reingezoomt oder bist du noch im Wide-Winkel? Blackjack, declare im Winkel von der Aircraft, just underneath Cougar 2-4. Hast du oben links im TGP Narrow oder Wide stehen? Currently no radar contact on Cougar. Nee, ich bin in Narrow, das ist, ich sehe aber hier, wie gesagt, die Triple A nicht. Also, wenn da Cougar kreuzt, also wenn die beiden Starten und dann kommen, da sehe ich was, das sieht so ein bisschen danach aus. Ja, genau, das ist die AAA. Du kannst noch ein Stück reinziehen, das weißt du, ne? No radar contact from my side. Say again, distance and bearing. Bring us up, long halten, dann müsstest du reinziehen, weißt du, was du nicht weißt. Bearing 170, my position low. Nicht lang, short hostile. Sie können einfach halten. Gibt's keine Separation okay, zwischen lang und short. Achso, ne okay, weil du hast ja mit dem, wie heißt der rote Schalter jetzt am Throttle, da hast du ja grundsätzlich schon mal die zwei Modi, ne? China Head. Ja, so Ziel habe ich auch geschaltet. China Head war noch short, dann also schon mal auf die, na, und dann ja, kannst du am Stick nochmal näher reinzoomen, ja. Okay, dann navigiere ich jetzt mal, dass ich hinter dich komme, Number 2. Warte, bis ich das Go gebe fürs Reingehen. Bleib noch im Holding, bitte. Okay, gehen Holding. Blackjack, just to confirm, it looks like an A-10 heading west now. Yeah, but the A-10 is on Angels 1-6.
Copy that. And it's friendly at Vanguard 1. Cougar 2-4, oder? Die SAM-Station habe ich jetzt auch gesehen an der Straße. Ist aber nur der Launcher. Vanguard 1, Rifle. Cougar 2-4. Monster 2, kannst du bitte deinen Speed sharen? War DMS left long gedrückt haben? Zuvor habe ich geshared. Bin gerade mask. Can you commit? Okay, turn hot und clear to engage. 2-4 searching. 2 is turning hot and clear to engage. Springfield 1-1, Magic Bra 302-420. Vanguard 2-1 and Panther 6-3. Take care. 4 cast area. Wirklich sauber drauf sein auf die Straße und so. Ich habe halt die Kreuzung gefunden, mehr habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber die Kreuzung kann ich nicht erkennen. Cold. Ja, aber dann war das schon, ne? Also die Straße nach Süden ist schon richtig schwer zu erkennen. Ja, aber so nach Norden, aber CRP 1, da habe ich nichts gesehen. Außer was Rauchendes bei Tunnel bei Airfield, aber auch keine Targets. Und das erste, was ich wirklich erkennen konnte, war halt die SAM an der Kreuzung. Copy that. Just underneath you right now, passing you now low, Angels 2-2, continue cold. Den Rifle Call bitte auf der Strike Frequenz anhängen. 1-2 miles, Angels 2-0. Flanking, south, cross line. Zwei Launcher habe ich noch westlich von dieser Kreuzung gesehen. Body Spike ich is 14, Vanguard 1. Vanguard ja, westlich. Jetzt müsste es eigentlich schon in Shooting Range sein. Rifle. And off to the east. Ja, sorry, ihr Panther 3, Bennett on your 6, 295, 4 miles, Angels, 1-9er, hot hostile. Copy. Increasing speed, Panther 6-3. 15 seconds. Springfield Gwen 1, Magic merged. Button spike, F-18. Springfield Gwen 1, Magic Bra 351-450 at 27,000 hot. Four, go ahead. Four, negative contact, north of the MiG 29er, bearing 240. Panther 3, Bogido. One does not have Panther 3, Bra 244, 13 miles, Angels 20, hot hostile. War das ein Treffer? Ich kann es leider nicht sehen. Gucken wir uns gleich an, wenn wir wieder beim IP sind. Cougar 2-4, Bra. Cougar 2-2, Body Lock. 2-1, 3-7, Miles, Angels 2-7, Hot, Hostile. Sagan, Bra. 3-2-4, 3-4 miles, Angels 2-7. Judy.
Second Element, habt ihr Tanks gefunden? Negative at the moment. Two, contact Tanks. Affirm. Broker speed. On. Three Tanks plus... Lots of Tanks re-merged. Okay, Monster 2, enter holding. In the hold. To confirm, two returning tanks confirm beyond CV1. To CV1. Railgun, Panther 6-3. Ich hab's nochmal geupdatet. Tiger 1-3. Ja, dann warte mal kurz. Ra. Östlich von CSP1, Angels. AAA destroyed. Cold Hostile. Kommandant, Fox, da stimmt, das ist dahinter. Missile Launch. Also mein erster Treffer im Gefecht, immerhin. Da schenkst du dich keine mehr, nur, keine mehr, ich sehe nur noch IVs da. Ja, die sehe ich auch noch. Und dann die ganzen Ich bin mir nicht sicher, ob einer der Infanterie gegebenenfalls ein Manpad ist. But, ja, neben den IVCs sind jeweils zwei Personen. Ich weiß auch nicht, ob das Manpads sind. Ich würde mal versuchen, ein bisschen näher ranzugehen, so dass wir das nochmal genauer sehen. Turning heading 370. Targets are south 2702. Tiger 1-3, Vanguard. Second Element, you are clear to engage the tanks. Achso, das war auf unserer Seite, oder? Tanks are not in our area, not in our area. Ah, Roger, okay, dann continue search. MiG-29er, east of us. Position, MiG-29. Yes, we got Potter Trees, bike bearing 120 from the other side, east and west. Cougar 2-2. Cougar 2-2. Okay, contact east lost, can you probably shut down. The Gilbert Bear. Contact is lost. Now, can you get a mile AT from the direction? At 12 o'clock position, 8 miles, 29 in a circle area. East. Bitte am besten unten wirklich auf dem HSI kurz gucken und zumindest die grobe Richtung angeben. MiG 29er to west. Cougar 2-1 and Cougar 2-2 are committing and checking. Panther 6-1, be advised, Bandit is low on your... 8 o'clock. 6-1 locking. Die MiG-29 ist sehr nah. So, MiG-29 arc west at north. Monster 2 turns south. MiG-29 bearing 2. Tele on mud launch. Cougar 2-2 to the Fox 18 heading 270 passing Angels 2-0. Back, Monsters and Vanguard vacate the area back to IP. Monster 2, egress to IP. Cougar 2-2, Raymond. Monster vacating the area. Cougar 2-2, body spike, Fox 18, Angels 1-8. Edelweiss 5-2. RTB, correction, Edelweiss 5, RTB. Also, Edelweiss 5, Roger, RTB. Boah, RTB schon, wenn man ja, sich weiß. Also, da habe ich mich doch nicht verhört. Cougar 2, RTB, Black, FH3, Engaging. Springfield 1-1, Magic, Bra, 00149, F. Panther 6, Black, Cougar 2, Off-Light, and Defense, Gage Defense of LA3. Backpack all stations, knock it off. Monster 1, knock it off. Declare unknown aircraft, present position, bearing 180
zero, 7 miles low. Bra, Buddy Spike FFT, Buddy Spike FFT, zero, 7 miles, Angels, 7, hostile, flanking to the east. There was stepped on, say, empty. Bra, 187, 9 miles, Angel 7, flanking to the east, hostile. Okay, wir versuchen wirklich nicht den Support aufzuhalten bis zu unserem Egress Point, Coyote Peak, und dort machen wir einen Rejoin. Okay. Cougar 24, Blue and Blue. Splash. Now, but you confirm that you are on altitude 1-3? Contact Angels 24. Affirm, 1-3, Angels 1-3. Roger. All stations, Blackjack, all stations, knock it off. Come on. Knock it off. Center 6, knock it off. Monster 1, knock it off. Vanguard, Blackjack. Oh, this is a marking. Blackjack, Vanguard. Are you still alive? Yes, sir. Okay, I suspected a blue on blue. Und auch auf unserer 6 High sind einige am Contrail. Ja. Da geht's richtig zur Sache gerade da oben. Und auf der 11 U-Position kommen noch ein paar Contrails. Gut, die scheinen ihren Radar nicht aktiviert zu haben, dann dürften das F-18er sein. Ja. Copy, right hold. Soll einer von uns sich mit Vanguard verbinden, damit wir den nach Hause kriegen? Wir fragen ihn mal. Kann er nicht noch eine Group-ID dann von uns bekommen und dann ist er dann halt mit uns dabei? In 5 Flight im Break wird schwierig. Ah, okay. Vanguard 1 for Monster. Das ist Vanguard 1. Vanguard 1, do you need... Did someone phone from us for the recovery, or do you want to do it on your own? I think I will do it on myself, thank you. Roger that. Runville will probably be 2-1 right for the overhead break. Because we have an active tower and we are inbound from the north. I guess you're expecting Runville with overhead break. Monster Flight, switch is safe. Say again. Okay, stepped over by Ghost. Monster Flight, switch to safe. Just Master Arm auf safe, dann ist alles okay. Keep a flight engine, rocks going over. The airspace above Rachel is very busy. Pretty safe. Okay, again, stepped over by Ghost. Blackjack, say again last. Keep a flight altitudes, blocks, airspace is very busy. Keeping a sight. And number two, stop sharing your speed. Es ist lustig, wie das Ding dann irgendwo in den Himmel schießt und dann so nach Noten zeigt. Four is anchored over.
over Coyote. Aber genau zu dem Problem, Jabba, du hast ja gerade vorhin auch ein Spee gebroadcastet, oder? Für eine gewisse Zeit, ja. Weil ich sehe nämlich nur bei Mütze und bei Lenzi das Problem, dass das Spee irgendwo nach Norden hin zeigt. Jetzt ist es bei Mütze weg. Bei dir sehe ich noch. Also Number 4 und Number 2, da zeigt jetzt der Spee sonst wohin nach Norden. Ne, bei mir hat er nämlich beim Number 4 jetzt erlöscht. Also da ist er nicht mehr da. Das ist für mich nur die Frage, ist das ein Zeitthema oder ist es, dass ich zuerst den Spee dort quasi wegnehmen muss und dann erst das Spee broadcasten deaktivieren darf? Das ist eine gute Frage. Ich kann das mal probieren. Server Coyote Peak wieder ins Holding. Ja, genau. Ich würde dann geradeaus durchfliegen, beziehungsweise nee, wir machen einen Turning Rejoin auf 12.000, aber ich muss erstmal ankommen. Okay, dann du auf 12.000, wir bleiben wieder separiert, ja? Ja, nee, tatsächlich ist es blöd, weil ich niedrigste sind. Der Rejoin im Turning macht man eigentlich von unten. Das heißt, ich fliege geradeaus weiter und wir machen dann einen Straight Ahead Rejoin. Ich reduziere dann auf 200. Roger. 3 ist Visual, Question 4 ist Visual on 3. Soll ich schon mal anjoinen? Visual on 4 as well. Yep, you can rejoin on my right. Flying! One, just for information, you are the lowest and far behindest airplane, so you can maintain 250 knots indicated. Ja, ja, ich reduziere dann. Was ist denn hier los? Ich reduziere gleich, nachdem ich bei euch vorbei bin, auf 200 für den Rejoin. Ja, 250 würde reichen, wir haben den Höhenvorteil und wir sind weiter vorne. Ihr seid gleich nicht mehr weiter vorne. Ja, wir haben immer noch den Höhenvorteil. Verlass das Holding nacheinander, also erst die 2 und dann 3 und 4. A2, du bist auf meiner 9 Uhr Position, ich bin auf deiner 3 Low. Clear to rejoin number 2. Clear to rejoin number 2. And 3 and 4, clear to join. Okay, I'm back online, go ahead. Panda 3, request handoff Nellis. Panda 3, contact Nellis Tower. 327, decimal 0. One is heading 120, Angels 12, speed 220. Affirm, ja. Ich weiß schon, alle RTB, aber nee, ich bin noch da. Nee, das ist auch RTB, aber der fliegt halt jetzt durch den Container. Siehst du da auf unsere 3 Uhr, die Country ist da oben. Achso, ja, könnte ihnen der Sprit bis nach Hause ausgehen. Ja, genau. Glückwunsch, ne? Das ist das Einzige, was los geworden. Nee, bin ich nicht. Ist ja alles noch dran. Hast du nicht einen Ball weggeschossen? Unlimited. Limited Ammo, ne?
hat bloß diese Mission geschrieben, ey. Monster Flight, Fans out. Es reicht, wenn sie jemand geöffnet hat und in seinen Einstellungen drin hat, dass dass alles unverwundbar ist, unlimited fuel, unlimited ammunition und dann noch den Haken gesetzt für alle Missions verwenden. Two fenced out, 11.1. Jetzt hast du mich überholt. One fenced out, 11.1. Three fenced out, 11.1. Four fenced out, same. Also heute waren wir sehr effizient, was den Spritverbrauch angeht. Tiger 1-1. Patrick, alright. Tiger 1-1, you're violating the box. Check, check your progress. Progress is over at, close to Rachel, we are waiting for a fourth member. Yeah, just push a bit north, you're inside the box. Copy. Springfield 1-1, Magic Bra 275450 at 25,000 hot. Four seconds. Roger, increase ITT 75. Ja, würde mich jetzt echt nochmal interessieren, ob wir tatsächlich noch unverwundbar waren. Nochmal, ob was unverwundbar war? Ob wir unverwundbar waren, hätte mich jetzt auch nochmal interessiert. RS5 is about 20 miles north of Arco, request to leave. Ich kann dich ja mal ran. RS5, clear to leave, contact Nellis Tower 327. Tschüss, danke. RS5. Hinweis 5, push Channel 4, Channel 4, go. Wenn du so ganz leicht berühren würdest, müsste man ja ein Damage-Model sehen, ne? Also, du kannst mir hinten eine Heckflosse abschieben mit der Nase, aber mehr bitte nicht. Das muss ja der letzte machen, das ist der Check, wenn wir waren inbound. Nee, lass mal, ich schieße keinen anderes Tower. Also wenn du es probieren willst, Okay, Break, wir machen mal noch eine Battle Damage Check. 3 and 4, geht mal bitte etwas zurück, lasst euch zurückfallen. 2 Battle Damage Check on my flight. Two Battle Damage Check. Number 2, go on my right side so that I can check you. Maintain course and speed. 1-2,
0230 indicated. Scheiße, die Brakes! Ja. Blackjack, Tiger Flight overhead, Dream Angels 24 requested. We're leaving frequency for RTB. Charles busted, genau. Das war für Flieger zu Tiger Flight. Anderen. Warning, autopilot. On my radar, you're not anywhere near Dream. Left side looks clear. Not near the Dream, but breaking right. Sorry. Right side looks negative. Clear as well. Maintain course. I resume leech. Mount Irish. Well, kannst du das machen? Turning inbound Dream. Heads up, right turn. Your position is more close to Coyote Peak or Students Gap. Must be Mount Irish. Four maintain on my left. Sorry, on your right, crossing under. Or Coyote Peak. Crossing under, ich bin weit unter dir. Contact me again when position is Dream. Ich hab dein Call jetzt vorhin missverstanden. Okay, be advised, we are climbing to Angels 15. Top left one. 1-5 on Dream. 2-1-5. 3-4 is on your left. We're making battle damage check. Are we there, Information? Blackjack, Monster Flight is 2-5 miles north of Arco. Request to leave frequency for Nettles Tower. Monsters, contact Arco, contact Nettles Tower, 327.0. Tower, Monster One, have a nice day. Monsters push Nettles Tower on Channel 4. Remarks. Ich höre nochmal kurz bei Aethys rein. 1016 hectopascal. QFE 2802 or 9049er. End information Juliet. This is NOAA's AFB information Juliet. Runway in use is 03. Wind 089er at 8 knots. Cloud conditions broken 160. Everything looks good, number 4. Thank you. If, stupsen? I will try. What's the take? Nellis Tower, Monster Flight. Monster Flight, Nellis Tower, good. Monster Flight, 4810, 15 miles north of Arco, Angels 15, in for landing with overhead brake. Monster Flight, check information, Juliet, active runway 021 left. For Arcon approach. Juliet, information received, and 2-1, expecting 2-1 left, and Arcon approach, Monster 1. Yeah, tower, check your runway 2-1 right, wind 090 degrees, 6 knot, runway 2-1 right, clear to land. Contact 3-2, clear to land on 2-1 left. Monster 1 maintaining 250. Tower Panther 6. Okay, 310. Wind 090 degrees, 6 knot, runway 2-1 right, clear to land. Check gear down. Der war zärtlich. Ja, unverwundbar würde ich sagen. Hunter 3, did you copy it? Ich habe mich noch nicht erwischt, das sind die Wakes von den Vordermännern. Hunter 3 did not copy, but Hunter 3 flight revised it. Landing 2 on right, confirm. 3 and 4, please join. 2 on right,
Enterprise 5. Check gear down, Wind 090 degrees 6, NAT runway 21 left, clear to land. US 51, gear down and locked runway 21 left, clear to land, will vacate via Bravo. Speed is 215. Panther 6, go ahead. Panther 6, 25 miles northeast, Angel 16, request landing. Panther 6, proceed, Archon, arrival. Check information, Julian, in einer neuen Funkstelle angegeben. 21 right, QNH 3001. Was ist Arco? 1. Information, Juliet, runway 21 right, copy. So, ich geh mal ein bisschen nach rechts, dass du Platz hast. Achso, ich dachte, wir stupsen noch. Aber wirklich mal gucken, ob es einen Archon gibt und dann hinfliegen. Ich glaube, dass beim letzten sind wir über Acton angeflogen und das Text der Acton gemeldet, wo er das Archon gesagt hat. Und ich glaube, dass daher jetzt die Verwirrung rührt. Traffic on our left, 10 o'clock. Menge 1, Wind 09, 0 degrees 6, Nat Rambi. 2-1 left, clear to land. 2-1 left, clear to land, Vanguard 1. See Apple's on Pixel. Advice 5-2-1 left vacated, via Bravo. Sorry for breaking the, using the brakes, not breaking the... Last okay, es scheint alles settled zu sein, increasing... Advice 5 runway 2-1 left is vacated, and we are taxiing via Bravo. Traffic is... Parking area on ramp Golf Dry Lake? Advice 5 Bravo and Golf to parking. Vanguard 1 for your information, there's an uncontrolled aircraft on runway 21 right on Alpha. Sure. Vanguard 1, copies. Uncontrolled? Was heißt das? Die wollte Marcy aber kicken. Ja, Rocksteady, der könnte es sein, ne? Als der gekommen ist, war es 21.30 Uhr oder sowas, das habe ich vorhin gesehen. Okay, wir gucken, dass mal Bravo dann runterkommt. 21.36 Wobei wir gerade so schwer beladen sind, wir müssen eigentlich ein Straight-In machen. Naja gut, wir machen trotzdem Overhead. Genau, wir können das. Jetzt Overhead Break is approved. Copy Panther 6. Terra Flight check. 4. Ganz schön busy. Tiger Flight 4-1 ist 5 miles north. Wenn wir Break machen, sollten wir eine andere Formation nehmen, oder?
Ja, das machen wir gleich nach dem Apex-Turn. Ja, oder die Sequenz ist anders. Nee, wir machen das schon. 3 und 4 werden dann Cross-Under machen. Der Turn war ganz sachte. Ja, das schon, aber ich habe gerade nicht den Blick auf die Daumen. Okay, 3 cross under. Overflight, Aqua Approach, approved, check information, Juliet, expect run. 4 cross under. 2-1, right. Also wir gehen 2-1 left, hat er gesagt, ne? Ja, so war angesagt, deswegen formulieren wir uns dann nicht so. Break is approved. Okay. Break, Vanguard 1, continue taxi on Alpha to parking area. Wir müssen nur einen Slot finden für den Initial Call. Taxi to parking area, Golf via Alpha and Golf, Vanguard 1, thank you. Next. And 6, wind 090 degrees, 6 knots, runway 21. Right, clear to land, check your down. Center 6, runway 21, right, clear to land, gear down, checked, 3 green. Nils Tower, Monster Flight, 21 left, initial runway inside. Monster 2, Roger, continue with over break to the right. Nice one. Was hättest du to the right gesagt? To be clear, to the right or to the left? We are approaching 2-1 left. Ja, dann müsst ihr eigentlich nach links und mit zur Mitte anfangen, oder? Approach to the... then continue with over break to the left. That was my fault, sorry. Overhead to the left and Monster 1. Start the brake on your discretion. 4 brake. Please braking. Well, that's Terrier Vanguard 1. I'm parked. Terrier's braking. Parking spot at Golf and I'm shutting down. Thank you for the service tonight. One of the brake. Thank you, too, and see you later. Bye bye. You approved to leave frequency. Vanguard hat auch was abgeschossen, insofern. Monster for base, 2-1 left, geht down, first up. Firefly over at Akku, 50,000 feet. Boah, was ist denn das? Monster 4, check your down, wenn sie 90 degrees, 600 RMB. 2-1 left, clear to land. Dass die nie den Readback abwarten können. 6, continue taxi to parking area on Foxworth via Iron Full Spot. Leaving frequency on parking area is improved. Have a nice night, bye. Also in the final runway 2-1 left, gear down full stop. Monster 3, wind 090 degrees, 600 runway 2-1 left, clear to land, check it out. 2-1 left, clear to land, run, Monster 3. Monster 2, you are number 3 in sequence. Wozu sage ich das? Gear down, 3 green an. Check it down, wind 090 degrees, 600 runway 2-1 left, clear to land. Da muss dazu gar nichts mehr sein. Genau, weil normalerweise haben wir die Clearance ja schon. Er muss halt bloß nochmal wenn du es nicht meldest, muss er dich dran erinnern. Monster One, wenn du nicht. Ja, dann bin ich,
Clear to land, Master One. Ja. Two, do you expect an override break? Alter, bin ich schwer. Mir auch kurz mal rutschen. Und dann explodierst du und wir kommen nicht mehr weg. Nee, nee, warte kurz. Cougar, 2-4, Wind, check gear down, Wind 090 degree 6, Nat Runway 21 right, clear to land. Also ich nicht auf euch 5-4 oder auf gear down, locked. 21 right, clear to land. Check down, follow Cougar 2-4. Ja, ein Stück weiter vor. Wind 090 degrees 6, Nat Runway 21 right, clear to land. 2-4 is going round. Ja, Roger, 2-4, fly runway landing. Blue und nur dadurch, dass wir unverwundbar sind. To the right. On heading 210. Irgendjemand hat die Blitzen noch an. Confirm 030. Roger, now check on the right on 210. Negative, Cougar 2-4 ist auf. Ich dachte erst nach dem Crossing der Runway. Wir haben ja keine Runway, der hat immer crossen. Mein Fehler. Cougar 2-2. Wind 090 degrees, 6 knots on the 21 right, clear to land. Cougar 2-2 is going around. Roger, Cougar 2-2. Cougar 2-2, follow. Negative, Cougar 2. Was sagst du, Körper? Wir warten einfach erstmal. Jo. Das Sport reicht ja noch. Tiger 1-4, see your intention. Tiger Flight, Woodstock Landing, overhead turn break 2-1, right. Overhead break. Tiger 1 flight, extend initial flight. Tiger flight initial extending. Cougar 2-4, check your down. Wind 090 degrees, 6 knot runway 21 right, clear to land. Cougar 2-4, gear is down locked. Also ground ist jedenfalls ruhig. Cougar 2-3, runway vacated via Alpha, taxiing to Foxtrot and rejoin with the rest of the flight. Oh, gemein. Roger. Cougar 2-3. Tiger Flight, you have three other aircraft in traffic pattern. Report traffic inside. Traffic inside. Cougar 2-2 is ready for base. Roger, Cougar 2-2, Wind 090 degrees, 6 knot runway 21 right, clear to land. Runway 21 right, clear to land, Cougar 2-2. Cougar 2-1, extend downwind. 2-1, extending downwind.
Minister of Monster Flight, located runway 2 on left on Bravo. In base for Shark! 2190 degrees, 600 runway 21 right, clear to land. Ich dachte, ich hätte den Slot gefunden. Monster Flight, located runway on 2-1 left, 2-1 left on Bravo, request taxi to Golf Rivets. Monster 2, continue taxi on Bravo to parking area, ramp, Golf via Bravo and Golf. Taxi Golf Ramp via Bravo and Golf, Monster 1. Tiger 1, 2, turning base. Check gear down. Tiger 1, 2. To my right, gear down. Tiger 1, right base, behind Tiger 1. Tiger 1, 2, Tiger 1, 1, check gear down. Follow Tiger 1, 2, you are number 2 in sequence. Marcy machen können, der war ja fertig mit seiner Magic-Rolle. Tiger 1, 3, you're clear to land on runway 21 right, wind 090 degrees, 600 runway 21 right, clear to land. Clear to land, 21 right. Tower Cooler 2, 3, runway 21 right, is blocked due to emergency aircraft over. Auf welcher Linie? Stopp. Wie gut aus? Das klang mir aber sehr genau. Tiger 1, 4, going around. Tiger 1, 4, are you able to switch land runway 21 left? Switching to runway 21 left is positive. Tiger 1, 1, wind 090 degrees. Ah, sieht gut aus. Das ist smart. So, wo war es, dass wir noch viel locken? Request taxi from Alpha to parking position. Cougar 2, 3, taxiing, parking, Golden Hebel auf der rechten Seite. Foxtrot via Alpha and Foxtrot. Also, du meinst, es ist ein Canopy Jettison? Taxiing to parking, Foxtrot via Foxtrot. Nein, nicht dieser gelb-schwarze gestreifte. And Tiger 1-1. Tiger 1-1. Der runde Knuppel. Und mit Canopy Engage left. Der gelbe Knuppel. Alles Tower, Tiger 1-2, runway 2-1 right, okay, Tower. Was heißt ein Canopy Disengage? Tiger 1-2, following taxiing aircraft in your front to parking slot on ramp Foxtrot by Alpha and Foxtrot. Das ist dann nur, dass der nicht scharf ist, dass du das nicht Canopy abwerfen kannst, oder wie? Du kannst nicht den Canopy open halten. Also quasi der kleine Button Canopy open and close ist dann disengaged. Tiger 1, clear to land, runway. Genau. 2-1 left. Funktioniert. Monster Flight, clear to shutdown, see you in the debrief. Requesting runway 2-1 left. Bye. Tiger 1, 3, switch, runway 2-1 left, wind 090 degrees, 600 runway 2-1 left, clear to land, check it out. Clear to land, runway 2-1 left, Tiger 1, 3, get landed. Thank you.